Gemeindewahlausschusses. Hier darf ich fragen, ob jemand der Einigung widerspricht. Das sehe ich nicht. Dann gehe ich über den gesamten Beschlussvorschlag zur Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das war außerordentlich schlau gewesen. Wir haben 60 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Damit gibt es 2 Nein-Stimmen, was im Prinzip ein Widerspruch bedeutet. Geschäftsordnend, Herr Laczynski. Also insofern müssen wir uns jetzt einzeln durchhecheln. Zunächst darf ich vielleicht mal die Punkte erstmal 1 und 2 versuchen, noch mal zur Abstimmung zu stellen und hoffe, dass da, was den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und der Stellvertretenden hoffentlich ein Einvernehmen da ist. Und da fragen wir den Punkten 1 und 2 die Zustimmung gibt. Ja-Stimmen, keine Nein, eine Enthaltung. Damit wäre das erstmal so bestätigt. Beim Punkt 3 hat die Verwaltung Ihnen vorgeschlagen, 6 Beisitzerinnen und Beisitzer des Gemeindewahlausschusses und dessen 6 Stellvertreter. Ich darf fragen, gibt es dazu Änderungsbedürfnisse? 2 bis 6 wären zulässig. 6 ist der Vorschlag. Gibt es dazu Änderungsanträge? Sehe ich nicht. Dann frage ich zunächst einmal, dass wir bestätigen die Anzahl von 6. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Fünfundfünfzig sagen dazu Ja, 3 Nein, 7 Enthaltungen. Damit sind die 6 Beisitzer als Zahlen erstmal mäßig bestätigt. Jetzt komme ich zu der Frage, es gibt erstmal hier 6 Vorschläge. Gibt es weitere Vorschläge, die mit auf die Liste aufgenommen werden sollen? Sehe ich nicht. Dann ist die Liste damit abgeschlossen und ich stelle eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten können Sie dann nachträglich machen. Also, es gibt keine weiteren Kandidaten. Deswegen darf ich fragen, ob er da offen darüber abstimmen kann. Er hebt sich keinen Widerspruch. Dann stimme ich über die 6 benannten Vertreter ab. Weitere Kandidaten sind nicht da. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Wir sind in der Abstimmung. Ob wir nicht. Ja, offene Wahl. Ne? Wir stimmen jetzt offen an. Keiner hat der offenen Wahl widersprochen. Und insofern bringe ich den Komplex der 6 benannten Kandidaten zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Einundfünfzig Ja, 4 Nein, 9 Enthaltungen. Damit sind die benannten 6 Vertreter auch so gewählt. Jetzt gab es Wünsche nach Erklärungen zum Abstimmungsverhalten. Herr Genschmann, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es kommt ein bisschen Verwunderung auf,
bei uns aber auch bei der Wahl dieser Gemeindewahlausschuss, also normalerweise gegen die zu wählen, Kandidaten haben wir erstmal nicht. Sie haben was vorgeschlagen, wir haben in dem Rat, also in dem, ich sag mal, Text zum Gemeindewahlausschuss steht drin, dass möglichst alle Fraktionen vertreten sein sollen. Wir sehen uns und dort nicht vertreten. Die Verwaltung hat auch kein Gespräch mit den Fraktionen geführt zu den Kandidaten, die man vorgewählt hatte, und deswegen gab es bei uns diese Ablehnung. Also, es geht hier, erstens ist die Maximalzahl auf 6, das hatte ich Ihnen auch im Vorfeld gesagt, 2 bis 6 können da gewählt werden. Insoweit wären sowieso nicht alle Fraktionen denkbar. Und dann geht es bei der Aufstellung auch nie um die Fraktion, sondern um die Wahlergebnisse der Parteien. Und auf dieser Basis hat die Verwaltung dann einen Vorschlag Ihnen unterbreitet. Gut, können wir diesen Punkt verlassen.